Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Silber 2010 versus Silber 2023. Disclaimer. Die Silberpreisentwicklung von 2010 und 2023 im Vergleich sehen fast identisch aus. Auch haben wir eine fallende Trendlinie in beiden Fällen, die jetzt beim anstehenden Ausbruch wieder relevant werden könnte. Nach dem Ausbruch 2010 kam es kurz darauf zu einem Backtest auf die Trendlinie und dann zu der bekannten Rallye auf 50 Dollar. Es ist also recht wahrscheinlich, dass Silber in den nächsten 1 bis 2 Wochen über die Trendlinie bei ca. 25, 24 Dollar ausbrechen könnte und vielleicht noch 1 Dollar weiter steigt. Dann sehen wir bis Mitte, Ende September eine Korrektur, also einen Backtest auf die Trendlinie, und dann wird es vermutlich genau wie 2010, 2011 zu einer starken Aufwärtsbewegung Richtung 35, 40 Dollar innerhalb von 4 Monaten kommen. Genau dieser steile Anstieg wird bei Junior Penny Golds als in eine manisch steigende Phase auslösen. Ja, das ist daraus, worauf wir hoffen. Die Ähnlichkeiten sind frappierend, und Silber generell arbeitet auch in diesen Spikes. Lange Jahre nichts, dümpelt am Boden, aber wenn es dann in Bewegung kommt, gibt es einen überproportionalen Spike, den man auch verkaufen muss. Und identisch gilt für Goldaktien. Die Goldaktien sind am Boden, sie beginnen hier und da langsam Energie aufzusammeln, sie steigen und keiner kriegt das teilweise mit, gerade eben auch die Pennygold-Aktien. Und wenn wir jetzt eben diese 4, 5, 6 Monate, who knows, wie lange das sein wird, steigenden Silberpreis haben, das führt mit Sicherheit zu einer Goldaktienrallye, und dann können eben diese Penny-Goldaktien etc. schnell bei 1 Dollar und mehr sein. Und das ist ja auch, sage ich mal, unser Ziel sozusagen. Ja, sehr interessante charttechnische Situation. Gut, man könnte einwerfen, letzteres haben wir auch vielleicht letztes Jahr gesagt, aber es ist, wie es ist. Wir stehen eben vor diesem Silberausbruch. Dieser Spike wird kommen. Wann er eben genau kommt, das kann eben keiner tun, auch die besten Statisten dieser Welt nicht. Aber man muss vorher positioniert sein, denn wenn es jetzt hier Silber in den nächsten Anstieg, hier die 25, 24 gebrochen haben, geht es radikal nach oben. 28, 29 Dollar sind schnell erreicht, und dann sind viele Penny-Gold-Aktien, muss man dann doppelten und dreifachen Preis hinlegen. Das muss man sich bewusst machen. Ja, hier ein angehender Silberproduzent aus Mexiko. Sie haben im Wesentlichen zwei Gebiete. Einmal eben das La Parrilla-Gebiet. Das haben sie kürzlich von First Majestic gewonnen. Sie vermuten, dass sie ca. 50 Millionen Unzen Silber auf dem Grundstück haben, und es gibt noch wesentlich weiteres Explorationspotenzial. Dann auch ihr Hauptgebiet hier mit 115 Millionen Unzen. Allerdings im mittleren Grade, 60 Gramm pro Tonne, und aber auch sehr viel Blei und Zink. Und es ist auf dem Gebiet ist eine Produktion von ca. 10 Millionen Unzen Silberäquivalent geplant. Also das ist ein Unternehmen, das hatte ich schon lange beobachtet, und Sie sehen auch, wie es von 2020 ausgebrochen ist, einfach gigantisch, finde ich, von 5 Cent auf 0,6. Allerdings im Grunde fast alle Gewinne auch wieder abgegeben. Auch das ist unglaublich. Geändert hat sich eben, dass eben First Majestic eben auch 10% besitzt. Sie haben eben dieses Gebiet La Parrilla hinzugekauft. Finde ich, macht das Unternehmen stabiler. Auch Eric Sprott ist dabei. Meiner Meinung nach das ultimative Unternehmen starken Silberpreisanstieg. Ja, also insgesamt haben sie also 165 Millionen Unzen, wobei sie eben bei dem oberen Projekt noch sagen, dass sie glauben, ihre Ressourcen auch nochmal verdoppeln zu können. Könnte also bis auf 256 Millionen Unzen sein. Und da ist Blei und Zink, was auch sehr viel ist, nicht eingerechnet. Also wirkliche Reichtümer hat das Unternehmen für seine 25 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Ist sicherlich einer der Key-Aktien im Silbersektor und könnte sehr interessant sein. Kommen wir auf einen theoretischen Potenzialfaktor von 185, würde dann ja bedeuten, dass die auf 18,50 Dollar steigen. Gut, das muss man sehen. Aber es zeigt auf alle Fälle an, dass in diesen Unternehmen sehr viel Ressourcen machen. Sicherlich ansehenswert, und meiner Meinung nach Boden hat gefunden, gute Beteiligung.
weiteres Explorationspotenzial, also meiner Meinung. Bis auch vielleicht den Punkt, dass es mir wäre das lieber, es würde im Yukon oder so liegen. Aber klar, das gibt es da nicht so in dieser Hülle und Fülle. Aber trotzdem sicherlich ein sehr interessantes Unternehmen. Wie immer natürlich auch keine Kaufempfehlung. Ja, Goldsteig analog der 1970er von 2000 auf 8500. Kann gut möglich sein, dass wir hier eine Überraschung bei Gold sehen. Wir haben jetzt mehr oder weniger seit 2011 gleichbleibenden Goldpreis, ist zwischendurch abgesunken auf 1000, hat sich jetzt wieder herangearbeitet. Aber genau dasselbe ist eben hier auch passiert. Damals ging es auf 200, dann auf 100, also hier in den 70er Jahren, hat sich langsam herangearbeitet, wieder auf die 200, dann kam noch einmal eine große Korrektur. Diese Situation könnte man dann mit der jetzigen Situation vergleichen. Und dann haben sicherlich viele den Gold- und Silberaktienmarkt, den Goldaktienmarkt verlassen. Und was kam dann? Der Anstieg um das Vierfache von $200 auf $850 innerhalb von einem Jahr. Das ist die identische Situation, die wir haben. Hier auch hat sich das auf 2000 herangearbeitet, auf 1000 herabgegangen bis 2016, wieder auf 2000 jetzt aktuell herangearbeitet. Ja, der Deckel könnte genauso wegfliegen. Gut, aufgrund der ganzen Manipulation etc., aber auch auf einer gewissen Vorsicht sagen wir, halten uns an die Statisten, die sagen eben, das steigt auf 2400, 2500, Silber 40 bis 50. Wir halten, denken das auch, weil sie Mittel haben, das möglicherweise zu kontrollieren oder auch nicht. Das ist absolut nicht zu sagen. In beiden Fällen würde das zu einer starken Goldaktienrallye führen, die dann von jetzt an bis 6 Monate auf alle Fälle zu diesen 2400, 2500 Gold und Silber 40, 50 laufen würde. Wenn es denn doch noch durchbricht, sind natürlich unvorstellbare Höhen zu sehen. Aber man muss sich bewusst machen, dann wird möglicherweise an irgendwelchen Stellen noch eingegriffen. Leider ist das so. Wichtig ist eben zu sehen, jetzt wird Gold neun, wird über $2000 sich etablieren mit Sicherheit. Wir haben eine Silberrallye und das heißt, dann erwarten die Anleger einfach anderes. Die erwarten dann langfristig 3, 5 oder $10.000 für Gold. Und das beginnen dann diese Penny Gold Aktien, die im Augenblick noch extrem unterbewertet in der Vorphase so reflektieren. Deswegen sind sie jetzt so besonders interessant. Ja, sehen Sie, wie sie damals gestiegen sind. Hier ging es hier von 5 oder 10 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, $40. Also aus $1000 konnte man nicht selten 100.000, 200.000, 300.000 machen. Damals 1979 im Wesentlichen. Ja, wie profitiert man von einer Goldaktie? Was passiert als nächstes? Ja, das weiß man natürlich im Wesentlichen auch an nachherein, wenn man das auch persönlich erlebt hat. Aber im Grunde genommen muss man sich bewusst machen, Goldaktienrallye sind relativ kurze Ereignisse, ungefähr ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und dann, sage ich mal, ist die Energie mehr oder weniger verpufft. Hier können wir zwei Goldaktienrallye sehen. Hier die eine aus dem Jahr 2016. Gold steigt gerade mal um 30% von 1000 auf 1360. Und hier gibt es dann Goldaktien, die steigen um das Hundertfache von 40 Cent auf $40. Das heißt, diese Goldaktie stieg 350 Mal mehr als Gold. Also der Key bei diesen Goldaktienrallye ist es, im Vorfeld investiert zu sein, diesen Spike tatsächlich dann auch zu verkaufen nach circa 6 Monaten und zum Beispiel einfach gerade in dieser Situation, die von so hoher Unsicherheit geprägt ist, zum Beispiel mehr Gold zu verkaufen. Also man ist eigentlich sehr Gold, meines Erachtens in dieser Situation ist man, oder man hätte auch in der Vergangenheit sein, sehr goldfokussiert sein. Man nimmt einfach sein Gold, wenn man sich extrem tiefen Preise, wie damals im Januar 2016 oder hier während der Corona-Krise haben muss oder wie aktuell immer noch, verkauft etwas Gold zum Beispiel und in 6 Monaten nehmen wir das mit und legen 10-mal mehr Gold zurück. Also das habe ich testweise jetzt mit 5 Unzen auch gemacht. Aber nicht zur Nachahmung empfohlen, aber man will es wissen, wie das funktioniert. Also im Grunde, man legt zum Beispiel jetzt 5 Unzen rein für diese tiefen Preise und holt mindestens 50 Unzen raus im halben Jahr. Warten wir es ab. Ja, also hier diese Beispiele, hier, also für eine Unze im 2016 war das noch viel höher. Hätte man da investiert, hätte man dann sage und schreibe 79 Unzen. Aber das ist ein Extremfall. Aber so kann man das sehen, diese Goldaktien-Bullenmärkte. Also wirklich nur als ganz streng, als Vehikel von Unterbewertung bis Überwertung und den Markt verlassen.
Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Ja, also Sie sehen auf der rechten Seite die Goldaktien-Gold-Ratio. Und die ist eben seit 1996 gefallen. Also seit 1996 fallen Goldaktien als Anlageklasse gegenüber Gold. Wenig verständlich, aber definitiv, Sie sehen, dass hier ist der Boden gefunden worden. Und das liegt nach der Meinung der Statisten, liegt das eine Mega-Rallye, müsste eigentlich die Folge davon sein, die dann irgendwann eintrat. Eine überproportionale, im Grunde noch nie dagewesene Rallye, die eigentlich hier 20 Jahre oder 25 Jahre Bärenmarkt sozusagen beendet. Ich meine, der Boden ist gefunden, weitere Fallhöhe haben wir nicht, ist nicht unwahrscheinlich, dass es passiert. Auch sind eben die Junior- und Penny-Gold-Aktien, die ich immer erwähne, im Verhältnis zu den Senior-Gold-Aktien extrem unterbewertet. Es war 2019, aber das Gap ist immer noch da. Mal sehen, ob ich bei Gelegenheit auch mal einen neuen Charter finde. Und die haben eben auch die Eigenschaften, in Goldaktien-Bullenmärkten sich auszugleichen. Hier geht es also von hier treffen die sich sozusagen. Die explodieren dann einfach, gehen hoch und dann wissen wir, hier müssen wir Goldaktien verkaufen. Dasselbe wäre eben auch so gewesen 2009, Goldaktien verkaufen, hohes Gap, die berühren sich, verkaufen. Das sind zumindest zwei Argumente, die für Junior-Goldaktien und Silberaktien sprechen. Ja, wie hätte man in den 1970er Jahren optimal investiert? Ja, also wie ich gesagt habe, man hätte sich nicht rausschütteln lassen dürfen in den 1970er Jahren, wie ich das ja gezeigt habe, wie sie es dann 1978 dann nochmal getan haben. Also immer Top-Aktien, wie wir die gerade auch jetzt beschrieben haben, diese mit den Riesenressourcen nachkaufen, beobachten, wenn die sich weiter in dem Sinne positiv entwickeln, nochmal nachkaufen, hinlegen und diese Eruption anwarten. Die Eruption mit aller Wahrscheinlichkeit. Auch wie es eben 1979 war, das war ein Jahr und die anderen Goldaktienrallye wurden ein halbes Jahr irgendwo zwischen 6 bis 12 Monaten die Goldaktienrallye laufen lassen und wenn eine große Euphorie am Markt ist, etc., die dann abstoßen. Das wäre 1979 richtig gewesen und ich kann Ihnen auch den Tag sagen, wo man einen Indikator gehabt, wo man das hätte machen können. Sie sehen hier, es gab, ja, es gibt sozusagen immer in den Medien ein Kontraindikator. Also die Zeitschrift Business Week hat am 13. August 1979, am Höhepunkt der Goldaktienrallye, sozusagen gesagt, der Tod der Aktien, wie Inflation den Aktienmarkt zerstört. So, die haben also den Tod der allgemeinen Aktien, der Standardaktien aufgerufen. Genau an dem Punkt, wo Gold und Silber die Höhewerte machen, es ist eben so, die Leute irren sich immer, immer. Und das genau wäre der Tag gewesen, wo man sofort seine Gold- und Goldaktien verkaufen hätte sollen und alles in Standardaktien investieren hätte sollen, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway. Also die Assetklasse wechseln. Also das heißt, in Zukunft für uns, wenn wir irgendwann mal, und merken Sie sich das, in Zeitungen, Artikel sehen, wie zum Beispiel der endgültige Tod der Aktienkultur oder sowas, dann wissen Sie, dass Sie aus Ihren Gold und Silber Investments langsam herausgehen sollte. Das wäre nämlich genau richtig gewesen, hätte man das zum Beispiel am 13. August 1979 gemacht. Ja, und es gibt uns also, es werden uns also Indikatoren gebildet. Man muss natürlich genau andersherum denken, wie die Masse sozusagen und auch die Medien, die liegen immer falsch und genau daran muss man seine Strategie anpassen. Das hätte eben bedeutet, $50 in den 70er Jahren in eine Goldaktie investieren, vielleicht einen 100-Bagger erwischt. Sie haben ja gesehen, hat ja mehrere derartige Fälle gegeben. Das dann am 13. August 1979 verkaufen, als dann diese Meldung kam. Und dann hätte man das, also wie gesagt, zum Beispiel in Berkshire Hathaway investieren sollen. Und die Folge eben davon, wo der Tod der Aktien ausgerufen und es kam, begann in Wirklichkeit der größte Aktienboom. Seit langer Zeit. 20 Jahre Aktienboom und Berkshire Hathaway hat sich von 1980 dann bis 1979 um das 228-fache
gestiegen. Und das hätte bedeutet, aus 50 Dollar wären bis zum Jahr 1999 1 Million Dollar gewesen. Mit diesem Wechsel. Nur zweimal die Assetklasse wechseln, einmal 50 Dollar in Goldaktien investieren, am 13. August 1979 verkaufen, Berkshire Hathaway dafür investieren und das wiederum 1999 dann abstoßen, weil der Zyklus da zu Ende ist. Sie wissen ja, neuer Markt etc. Denn diese Zyklen enden meist mit kolossalen Übertreibungen, so wie auch eben 1980 eben der Goldaktien- und Goldbullenmarkt. Ja, langfristiges Dow-Gold-Ratio, das ist auch wichtig zu wissen. Das sehen Sie erstmal ganz grundsätzlich. Also hier wird einfach Gold und Dow in Verhältnis gesetzt und Sie sehen, das ist hier das 19. Jahrhundert. Man kann eben sagen, auch die gute Zeit im Grunde genommen haben einen ständigen Aufwärtstrend gehabt. Alle Leute wurden ärmer, alle Leute wurden reicher etc. Und Wohlstand breitet sich auf Massenbasis aus. Dann kam das 20. Jahrhundert mit seinen Krisen und Weltkriegen und Spekulationswellen. Das war also für die 99% der Normalanleger einfach nur schlecht, so wie es auch heute schlecht sind. Die Leute warten auf Renten, investieren in Aktienfonds, ETFs. Wer sagt denen, dass das bleibt? Die Charts geben her, dass das total dezimiert wird, dass das gegen nur 95 bis 99% gegenüber Gold fallen wird. Also die liegen auch diesmal falsch. Insofern bestätigt eigentlich sind wir sozusagen noch im 20. Jahrhundert. Die nächste Krise kommt. Und dann mag es sein, dass die Leute so die Nase da voll haben von dem Fiat-Money-System, dass wir goldgedeckte Währungssysteme haben und dass vielleicht eine bessere Zeit kommt wie das 19. Jahrhundert. Denkbar. Müssen wir schauen. Jedenfalls 1980 war es so, wurden eben auch die Aktienwerte gegenüber Gold komplett dezimiert. Das ist hier dieser Punkt. Also konnte man, für eine Unze Gold konnte man einen Dow kaufen. Heute müssen Sie für einen Dow irgendwie noch 14 oder 17 oder 18 Unzen hinlegen. Das heißt, es dezimiert sich noch, wird doch total billig. Vielleicht auch, wenn die Firmen, Großteil der Firmen geschlossen, kann ziemlich finster sein in dieser Depression. Das ist aber 1980 und die Chartisten erwarten jetzt noch ein weiteres Abfallen. Das heißt, normale Aktienwerte werden nochmal dezimiert. Sie kriegen vielleicht für eine Unze zwei Dows oder vier Dows und der Egon von Greatz hat sogar gesagt, 10 Dows, also ziemlich heftig, weil eben die Aufschuldung, die mit den Derivaten und so, so extrem alles ist, wird das wahrscheinlich so heftig jetzt in die Goldrichtung, sprich Depression, ausschlagen, dass es wirklich ganz extreme Werte annehmen. Das ist keine gute Zeit, ohne Frage, aber es gibt uns die Möglichkeit, für Goldbesitzer unglaublich billig Werte einzusammeln. Und 1980 war es auch so, konnte man Standard auch für 500 Unzen Haus, für 500 Unzen Silber kaufen. Und jetzt wird ja gesagt, das geht noch wesentlich tiefer. Das würde dann ja theoretisch bedeuten, irgendwo, man kriegt für 250 Unzen ein ganzes Standardhaus. Das ist einfach unglaublich. Und das muss man versuchen, einfach auszunutzen, das Beste aus dieser Situation machen. Fazit: Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen ist der Schlüssel. Man kann einfach nicht mehr konventionell machen. Wenn man konventionell investiert, dann geht die Schuldenbombe hoch, Währungsschnitte, sonst was, kommt zu großen Implosionen, man verliert eigentlich sein ganzes Geld. Also definitiv kommt es zu einer Goldrallye. Gold wird vermutlich in der Spitze 8.000 Dollar erreichen in den nächsten Jahren. Die Goldaktienrallye liegt allerdings jetzt unmittelbar bevor, weil die so extrem tief ist. Und das kann uns eben dazu dienen, dass wir dadurch mehr Gold und Silber kaufen können, weil die eben ja noch weiter steigen. Aber Goldaktien steigen nur in der Vorphase. Deswegen macht es zum Beispiel Sinn, 200 Dollar oder so zu nehmen und man kauft davon eine Goldaktie. So, dann haben wir diese Rallye in den nächsten 6 Monaten. Einige davon gehen vielleicht im Faktor 25 hoch. Dann verkaufen wir es und kaufen zum Beispiel mehr Gold und Silber. Das ist ja noch immer nicht seine Maximalwerte erreicht. Gold ist ja dann bei 2400, 2500 oder so. Korrigiert dann vielleicht nochmal. Muss man abwarten. Oder auch nicht, das weiß man nicht. Deswegen wollen wir auch ins Gold sehen, weil es wirklich so viele Unbekannte, also je länger jetzt die so Goldaktienrallye voranschreitet, so unkalkulierbar ist das. Wir wissen nicht, wann es zerreißt. Wir wollen ja auch deshalb mehr Gold und Silber halten, weil wir leider eine systemische Krise befürchten müssen. Das spricht Bankenschließung, Auszahlungsbeschränkung.
etc. oder andere Eingriffe oder auch eine Währungsreform. Das gibt es vermutlich noch nicht in den nächsten 6 Monaten. Und in den nächsten 6 Monaten gibt es vermutlich diese Goldaktien-Rallye. Aber wenn die ihren Höhepunkt erreicht haben, ist das möglicherweise auch ein Signal, dass es danach auch ein bisschen gefährlich ist. Also da würde ich nur physisches Gold und Silber im Wesentlichen empfehlen. Irgendwann in dieser Durcheinanderzeit erreicht dann Gold und Silber dann 8000, also Gold 8000 heutige Kaufkraft und Silber heute $300 heutige Kaufkraft. Wir wissen dann, das ist der Höhepunkt und dann Zeit zu reinvestieren. Und dann müssen wir einfach schauen, was am Aktienmarkt einfach übrig geblieben ist, sozusagen. Ne? Da kann es dann, sage ich mal, komplett anders aussehen. Das ist sehr fraglich. Aber in jedem Fall wird es sehr günstig sein, wenn dann der Aktienmarkt da ist. Ich meine, deswegen machen wir das, weil wir diese Unsicherheit gar nicht quantifizieren können, was kommt, sollte man zu 95% in Gold und Silber sein. Nichtsdestoweniger bin ich absolut zukunftsbegeistert, glaube sich, dass die produktiven neuen Technologien irgendwann durchsetzen, so wie es auch 1980 mit der Informationstechnologie da. Denken Sie dann, Microsoft wurde 1980 gegründet, Oracle 1977. Und so weiter. Das heißt, das hat ja einen riesen Boom gegründet. Wer sich da früh beteiligt hätte, hätte auch zig Millionen gemacht. So, und das erwarte ich auch für die Zukunft. Nur, dass es möglicherweise dann auch da hier mal zur Bankenschließung kommt, Währungsresets, sonst was. Das führt zu totalen Preisinflationen, Pleitewellen. Nichtsdestoweniger, tolle Standardaktien werden das überleben, aber die kriegen wir für 95% günstiger. Das ist eigentlich das, was bleibt, ja. Und dann muss man eben auch langsam versuchen, die neuen Trends und neuen Zukunftsaktien zu investieren. Und also das heißt, wir müssen jetzt mit der Inflationsdynamik unser Gold und Silber maximieren. Wir wissen, es gibt irgendwann einen Maximalpunkt, reinvestieren das. Und dann gibt es eben auch eine wirtschaftliche Erholung, neue technologische Innovationswellen. Aber erst wenn dieser Schuldenexzess bereinigt ist aus meiner Sicht. Das heißt, wir müssen zwei Dynamiken oder zwei Raketen hintereinander machen. Das ist eigentlich eine mehrstufige Rakete. Jetzt maximal von der Inflationsexzess profitieren und dann von den neuen Technologien etc. So, und dann sind vielleicht solche Werte möglich, was ziemlich unglaublich klingt. Und das Schöne ist, man kann ja auch viele verschiedene Ereignisfinanzketten sozusagen aufstellen. Man muss sich da nicht an spezielle Aktien oder was auch immer halten. Also man kann das sehr differenziert aufstellen, dass zumindest einige dieser Ereignisketten auch ein Volltreffer werden. Und vielleicht mehr oder weniger auch alle. Denn ich sehe eigentlich nichts, wie sie jetzt hier eine Goldaktie und eine Goldrallye noch verhindern, dann sehe ich nicht. Klar, staatliche Eingriffe, das wissen wir, kann immer sein, aber das ist auch irgendwo auch kaum noch durchsetzbar und irgendwann werden sich die freiheitlichen Kräfte, wirtschaftlichen Kräfte auch wieder durchsetzen. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderatem, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, berechnen den Potenzialfaktor als Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko, Exit-Strategie, wie mit den benannten Zukunftsaktien haben wir versucht auch zu entwickeln und wenn dann insbesondere die Goldaktienrallye abgeschlossen ist, vielleicht in 6, 7, 8 Monaten, werde ich mich natürlich vermehrt um diese Zukunftsaktien kümmern, die es dann hoffentlich dann zunehmend extremst billig geben wird. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Interessant ist, dass die hier mit Großhandelskonditionen zu arbeiten. Also die haben kaum Aufschläge, wenn sie das im Verhältnis setzen mit normalen Edelmetallhändlern, ist es gigantisch. Wir hatten das mal durchgerechnet. Teilweise muss man für 1 Kilogramm Silber, glaube ich, am Freitag hätte man dafür 733 Euro bekommen und ein in den Medien sehr aktiver Edelmetallhändler, der ist so, kaum klickt man da irgendwo, schon springt da wieder seine Werbung ein. Der wollte denn für 1 Kilogramm Silber, glaube ich, 1100 oder irgendwie so haben. 400 Euro teurer.
Also das nicht, gucken Sie sich das an, das ist einer der günstigsten Bezugsquellen und auch das Prinzip mit den Zollfreilager und so kann interessant sein, das ist leichter zu managen. Also wie gesagt, ich empfehle es nur, weil ich es mir persönlich gefällt, ist jetzt keine, da stehe ich nicht jetzt unbedingt besonders irgendwie in Beziehung mit. Ich finde es nur ein ganz interessantes Unternehmen und gerade wenn man größere Mengen kaufen will, braucht man nicht Schlange stehen, die sind jederzeit in Metalle kommen, kann man sich mal ansehen, so dass man das dann im Fall des Falles zur Verfügung hat. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde ich Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben oder die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden oder beziehungsweise das würde eben meinen Kanal auch voranbringen. Ja, nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.